Wo wir wir wo Weil mein Mann was für eine Rolle, weil toll, dass Nathalie schaut ist. Mein Mann ist nach diesem Jahr ein Studentenbüro vom BSTE, wo die Studenten eben können kommen, für gewisse Initiativen umzusetzen, für die Unterstützung zu kriegen oder eben noch für andere Aufgaben. Wie zum Beispiel? Man war froh sind, zu allem, wenn ich am Studium sind, wie das Reglement oder vom Opa, wie den. Mit dem Studium abgebaut, also zu den Zielen, wie zum Disco-Stage, vom Moodle, zur Mobilität, weil wir dann noch so ein paar Broschüren haben, wie ich selber gucken kann, weil ich nicht weiß, wo ich will hin. Ja, und zu den Kuren, wie die verlaufen. Oder auch eben für Initiativen umzusetzen, dann zusammen machen wir das im Studium zum Beispiel, wenn ich will, eine Option für Schulen oder sonst Änderungen um die Kuren oder um auflaufenden Zeiten. Oder so, da können wir da eben nötig Unterstützung probieren. Ich nicht, dass wir das komplett überholen, weil dass die Studenten eben einen Urlaubsteil holen, für dann etwas umzuhandeln, eben alles im Zusammenhang mit BSCE-Studium. Ja, wo sie können Ideen auch erreichen, auch für Konferenzen, oder? Also, meinen, das wäre eine gute Idee für eine Konferenz drauf zu bauen, oder so? Ja, oder eben so Sachen, die vermisst gehen am Studium oder so etwas, da kann ich da mal gerne kommen. Ja, und wir sind am Anfang ab Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Zeit zu finden um Kur von, also in unserem Moodle-Kur. Und ja, wir schaffen eine Woche auf Rendezvous sozusagen. Die ist für die, die nicht können zu den jeweiligen Zeiten da sind, die können erst am Anfang E-Mail schreiben und dann können wir uns halt treffen. Das ist auf den students.bsce.uni.lm. Und das Büro, den ist eben am Bâtiment 6, am vierten Stock. Und zwar am besten gehen wir darauf, wo eben die Sandkolung ist, in einem Gebäude, und dann bis ganz rauf. Und dann ihr in einem Ticksel könnt, also auf der linken Seite eben dann das Büro, in eurer Schildung, ob da die hängen. Wunderbar, schön. Das schließt du in der Öffnungszeit eben noch zu sagen, dass die eben alle Semester changieren. Werten. Ja, weil er eben dann noch mal da ist, in Zeiten zu zoomen hängt, wo wir können, zum Büro machen. Ja. Initiativ, da war es so, dass wir ja den Stage schon von den Studenten, den wir da nennen, den Disco-Stage, wo am Anfang an Organisationen, Studenten von Neues holen, während zwei Wochen, vier, war dann einen Abblick zu kriegen an dass man die Organisation von auflegt, die nicht direkt in die Schule gebunden sind. Und an dem Zusammenhang wird ja auch interessant, wäre es interessant, für sich mal zu überlegen, wie weit kann ich natürlich auch Studenten so eine Möglichkeit geben, am Kader von der Uni selber, wo etwas also zu gerieren wird, und zum Teil sogar vielleicht an Autogestion, wo ein Bereich ist, wo die Studenten selber können. Verantwortung holen und auch dann ja, eigentlich durch die Sachen, die sie da machen, noch eine gewisse Kompetenz entwickeln, einen edukativen Aspekt oder so. Da haben wir einfach geguckt, weil das da möglich ist, das ist nicht so einfach, weil über Recherchsachen, da geht es darum nicht, und dann von der Zunahme der Formation, also, das ist da auch nicht möglich. Und du hast einfach du hast mal geguckt und mal gesagt, das wäre eigentlich vielleicht interessant, von Studenten selber könnten bei uns ein Sekretariat feiern, wo ein Party von den Frauen, die auffallen, von Studenten und Studenten, dann auch nicht nur von den Administrateuren oder von der Direktion vom Programm, die verantwortet gehen, mehr wo ich noch eigentlich also Studenten könnte, wie andere Studenten ein paar praktische Sachen organisieren, beziehungsweise ein Hilfe können stellen. Das ist eigentlich der Anfang von der ganzen Rede, wo man über das Studentensekretariat nachdenkt. Vielleicht muss ich sagen, dass in organisationellen Aspekt dabei. Wenn ihr eine Organisation hört, dann muss ich immer die Frage stellen, wen pilotiert, wen dirigiert die so eine Formation, also so eine Organisation. Das ist just
dass du eine Direktion hast, dass du eine Administration hast, die quasi übersetzt und dann am Anfang unten die Leute, die gehen administriert. Und die haben kein Matschspruch gerecht. Und das wäre, wenn wir das aber in anderen Bereichen vom Programm auch nicht so haben, wenn wir ja Gruppe der Travaillen haben, wo sich auch Studenten können mitmachen. Und du wärst ein Stuch, die wo wir gesagt haben, okay, da kommen wir noch Studenten über so ein Büro unter Gestion von dem Programm eigentlich Matsch schaffen. Das heißt, dadurch ein Teil vom Programm kann von den Studenten selber geregelt gehen. Und in der Hinsicht muss ich dann vorstellen, da kann dann von seinem Studentenbüro als Erbichten abdrohen. Und du hast zum einen da mal die Sachen, wo ihr seht, was haben Studenten für ihr Wissen, was sie könnten den anderen Studenten zur Verfügung stellen. Boah, Wissen oder Können oder immer wie das nennt, also Kompetenzen, die sie haben, an die am Fungehall auch schwer nehmen könnten, über Direktion laufen. Man kann das machen, indem sie auch partizipieren lassen. Fand ich dann, aber ein anderer Weg, zum Beispiel für so ein Studentensekretariat, da kann das ja zum Beispiel so, und dann haben wir einfach die Leute, die könnten Kuren anbieten für Studenten, für Studenten am Bereich von, ich weiß nicht was, von Foto machen, Video schneiden, mit dem Computer schaffen, auch mit ganz anderen Bereichen, weil das kann auch in den Kunstbereich gehen, von Tanzen oder so Sachen. Dann einfach mal sehen, was das eigentlich da war innerhalb von den Studenten, aber was kann denn offen sein, vier Studenten, da brauchen irgendein Mensch, der das auch zeitlich das plant, da dann auch das schreiben und hinhalten. Und das wäre eine Idee schon, wo ihr seht, wir wollen wissen, was Studenten haben, aber sie könnten für den anderen Studenten anbieten. Das ist eine Sache. Der andere Seite bringt zum Beispiel auch die Programme einfach die Sachen auf hier. Die Leute, die an Mobilität wären, die könnt ihr auch andere Leute, auf die an Mobilität gehen, bisschen Coach, Informationen geben, das könnt auch über so ein Büro laufen. Das braucht nicht unbedingt über die Direktion oder über die Administration zu laufen. Das ist, wenn ihr seht, wir machen ein Programm für die Studenten, das ist extrem schwer. Wo ihr seht, ja, was sind denn die Studenten hier besuchen, was sind die Studenten hier demand? Ich denke, da ist ein paar die Interaktionen sicher bei unserem Programm. Was sind besuchen, die Studenten haben? Was sind Informationen, die müssen zum Beispiel auf einer Homepage oder so, auf einer Website angewiesen gehen, wie zum Beispiel Frohen, die DAX gestaltet, gehen Informationen für Studenten, für Studenten. Aber ein anderer Punkt, den wo auch sicher den Studenten das Sekretariat etwas machen, dass die Initiativen die Studenten selber holen. Wir haben auf der einen Seite schon ein SPL, schreibt sich frei, und die wir auch irgendwie müssen ein bisschen promoten. Und das fand ich so nicht unbedingt eine Direktion machen. Ich fand, da soll auch ein Platz, wo sie mit Studenten auch selber können, die Initiativen, die sie holen, noch bauen können drohen, also über heißen Aktivitäten oder Assoziationen, das ist ein SPL, die wir machen. Es sind auch andere Aktivitäten, die mich rumgedrungen sind, wo da kommen Leute, denke ich, die man vielleicht gibt noch vielleicht mit Studenten dort diskutieren, dann auch durch die Studenten, da gibt es so ein paar noch mehr große Gruppe, wo man auch organisieren, eng zusammenarbeitet mit der Direktion oder mir unterstützen da. Wir wovon irgendwann etwas dann noch entschädigt, da kann man machen, dass wirklich wieder noch gut, dass Studenten anfangen, das noch besser promovieren und auch da so eine Reklame dafür machen, dass eben so Aktivitäten, die sind dann noch können von anderen Leuten genutzt gehen.